Ja, ich will jetzt, also es ist jetzt nicht mein Ziel, da die Anfragebeantwortung von der SPÖ zu retten, aber lieber Karl Bader, wenn es ums richtige Lesen geht und ums sinnerfassende Lesen, dann muss ich jetzt schon noch einmal aussingen, nicht? Weil wir hoffen, wir haben beide denselben Bericht. Es wird ja nicht zwei unterschiedliche Berichte geben. Und du hast dann gesagt, auf Seite 7 steht es. Jetzt, wenn man den Bericht aber liest, dann sollte man umblättern, eventuell auf die Seite 8. Ja? Und da steht dann, beginnend auf Seite 7, Frage 5, 6, 8, 10, 14, 15 und 18. Derartige legistische Maßnahmen sind nach der überwiegenden Meinung in der Literatur vom Vollziehungsbegriff des Artikels so und so und auf Seite 8 umfasst. Siehe oben Punkt 1, also das war dann wieder auf der Seite 7 und wäre insofern zu beantworten gewesen. So. Dann haben Sie recht mit der Frage 16, 19, 20, 23 und 32. Da schreibt der Bericht Folgendes. Diese Fragen beziehen sich auf Wissen in der Eigenschaft als Mitglied bzw. der Funktionär der ÖVP. Aus Ihrer Partei bekannt. Sie selbst als Bundespartei hat man der ÖVP gezeichnet und somit Gegenstand der Vollziehung. Und da geht es jetzt meines, nicht Gegenstand der Vollziehung. Und da geht es jetzt meines Wissens und da hat danach um den Bericht an den Rechnungshof von der Wahlkampfkosten-Obergrenze, wo dann der Herr Nehammer seines Zeichens damals Generalsekretär war. Jetzt geht es vielleicht nicht direkt um die Vollziehung als Bundeskanzler. Nur interessant für einen Österreicher wäre es sehr wohl gewesen, ob man da jetzt wissentlich gelogen hat und den Rechnungshof hinters Licht versucht hat zu führen und weitaus mehr Steuergeld ausgeblasen hat, als man dürfen hat, oder nicht. Nur es gehört nicht zur Vollziehung. Nur interessant für die österreichischen Bürger war es natürlich sehr wohl gewesen. Also darüber braucht man hoffentlich nicht länger diskutieren. Nur weil es nicht zur Vollziehung gehört, heißt es auch lange nicht, dass die Schandtaten dieser Partei legitimiert werden.